Seit 14 Jahren bietet die Geschäftsstelle Biosphärengebiet Schwäbische Alb jungen Menschen die Möglichkeit, das Umweltpraktikum der Commerzbank bei ihnen zu absolvieren. Rund 30 Studentinnen und Studenten erhielten in dieser Zeit wertvolle Einblicke in die Arbeit des von der UNESCO ausgezeichneten Biosphärengebiets Schwäbische Alb. Am Wanderparkplatz Hohenneufen stellten sich die neuen Umweltpraktikantinnen vor. Isabel Kleinschroth, hier im Bild rechts zu sehen, ist seit dem 1. Juni schon da. Ab September beginnt dann das Umweltpraktikum für Luisa Kroll. Sie kümmern sich dabei beispielsweise um das Besuchermonitoring und die Gästebefragung.